Strecke noch 4,4 Kilometer lang und wir fliegen hier bereits ran in Richtung Start und Ziel. Diese letzte Schikane mit dieser Möwe, bitte geh aus dem Weg. Ja, das ist hier Anfahrt, Start und Ziel. Zweiter Gang, schnelles Umlegen über die Curbs, jeden Zentimeter mitnehmen, kleinen Wheelie, diese gerade mal 400 Meter lang, hartes Anbremsen in diese erste Ecke rein, runter in den zweiten Gang, früh von der Bremse kommen, ein Gang hoch, rein in diesen Knick, richtig flott und dann auch nochmal richtig flott, rein in diese lange rechts, ganz neu dieser erste Streckenteil. Und jetzt Anfahrt in Richtung alte Struppe. Umlegen ganz schnell auf links. Und jetzt hier viel, viel Schräglage. Aber früh das Bike aufrichten. Gut rauskommen, denn hier ist die Gegengerade. Kurzer Wheelie. Das passt. Jetzt anfliegen. Dieser sechste Gang Vollgasecke hier. Richtig schnell. Rein, Knie am Boden. Auf links einen Gang runter. Reinschmeißen in diese Ecke. Kurze Welle. Hängen neben dem Bike, wieder auf rechts. Man merkt schon, Fluss ist hier gefragt. Letzte richtig schön überhöhte Kurve hier. Dann kann man über diese Curbs hier, kurze Gerade, hartes Anbremsen. Das ist Ecke Nummer 9. Hier kurz den Ellenbogen über die Curbs schleifen lassen. Und jetzt wieder auf rechts. 10 und 11, mit Doppelrechts. Ganz wichtig hier, schön durchkommen, jeden Millimeter mitnehmen. Man hängt den im Bike und hier den Ausgang erwischen. Hat gepasst. Gas auf. Über die Curbs. Vollgasknick hier. Oh, hat gepasst. Schnellstes Stück. Liebe Möwen immer noch aus dem Weg. Rein in diese letzte links hier. Ganz schnell Ellenbogen runter auf den Boden. Wow. Anfahrt, letzte Schikane. Schon wieder diese Möwen aus dem Weg. Ich fahre drüber, hier muss man innen sein, hier muss man vorne sein. Hier gibt es ganz viel zu diskutieren, denn die Gerade ist nicht lang. Hier ist der Strich, da muss man die Nase vorne haben. Und liebe Sport1-Zuschauer, sie war mal 7,7 Kilometer lang, die Dutch DT. Mittlerweile nur noch 4,4. Und ich komme einfach nicht zum Reden. Trotzdem. Viel, viel Spaß und in der MotoGP 26 Runden und wer der am Ende die Nase vorne hat, der gewinnt. Schauen wir mal, wer Marquez heute schlagen kann.